Temperatur in Fort Worth liegt bei 13 Grad. In Dallas ist es etwas kälter. Der Himmel ist wolkig und an beiden Städten... Guter Tag für eine Autokolonne. Der Präsident und Mrs. Kennedy sind gestern spät abends aus Houston in Fort Worth. Wenn Ihnen irgendetwas seltsam vorkommt, sagen Sie es dem Secret Service. Das ist deren Show. Haben wir alles unter Kontrolle? Ja, wir sind gut vorbereitet. Das Haus wird heute vorfällig. Ich will, dass Sie alle unten sind, um den Präsidenten zu sehen. Da ist er! Wir haben etwas. Es ist der Präsident. Er kommt rein. Wahrscheinlich hat er die Köpfe. Sein Kopf ist einfach zersprungen. Doktor! Hier ist Oberarzt. Jetzt sind nur Sie hier. Machen Sie etwas! Es ist der Präsident. Ich weiß, wer das ist. Jemand muss hier draufdrücken! Mr. Zapruder, ich bin Forrest Sowles. Der Film in dieser Kamera ist unsere einzige Möglichkeit, festzustellen, was hier heute geschehen ist. Wir sind in einer Situation, in der Menschen bereit sind, einen Krieg anzufangen. Sie haben jemanden in Oakley festgenommen. Sie glauben, er ist der Schütze. Bob, ist das Ihr Bruder? Was ist das? Warum haben Sie das? Das hier muss... Zum Teufel haben Sie das? Oswald, das hier muss der Kerl sein. Warum haben Sie das? Oswald. Hast du eine Ahnung, was du getan hast? Mutter, dein Sohn hat offensichtlich den wichtigsten Mann der Welt ermordet. Das ist doch meine Geschichte. Ich sehe, ich würde so weit weg von ihr fahren, wie ich könnte. Ich würde niemals zurückkehren, auch nicht zum Sterben. Das ist mit Sicherheit der größte Mist, der in der Geschichte der amerikanischen Strafverfolgung gebaut wurde. Das war ein sehr würdeloses Ende für einen sehr würdevollen Mann. Das bedeutet, dass der Mörder des Präsidenten in unserem Büro war. Wir hatten ihn und wir hätten ihn stoppen können. Herrgott, das hätte nicht passieren dürfen.